und Nahrung produziert. So, wir speeden. Machen mal wieder ein bisschen mehr Speed. Ja, währenddessen tut Hafgrim sein Zeug transportieren. Und wir könnten eigentlich mal gucken, wo unser Zivilist ist, also unser Arbeitsloser Björn. Und ihn zum Träger für die Bäckerei machen. Das sieht man jetzt an dem anderen runden Schild da unten, dass wir jetzt hier einen Träger haben. Auch wenn das Tutorial das nicht sagt, dass wir das machen müssen. Aber so kriegen wir ein bisschen schneller unsere Nahrungsversorgung in den Griff. Ja, natürlich hält er jetzt erstmal Nickerchen, weil er ist hungrig und müde eigentlich. So, da kommt wieder frisches Mehl. Und ja, man sieht, unser Bäcker konnte jetzt, kann jetzt zweimal hintereinander gleich backen, ohne neue Zutaten holen zu müssen. Erst jetzt muss er wieder los. Das beschleunigt so gesehen. Ziemlich gut die Produktion. Nur dass halt unser Träger hier ziemlich schnell wieder müde wird. Wir können aber übrigens auch über den Punkt hier gucken, wem wir alles Bonuspunkte vergeben können. Brauchen wir aber hier im Tutorial jetzt nicht unbedingt. Was wir brauchen ist Wasser. Ralf unterhält sich gerade mit jemandem. Dadurch, dass er einen höheren Beruf hat als zum Beispiel Sven, der nur Jäger ist, braucht er auch Unterhaltung. So, Wasser ist da. Unser Träger holt auch noch weiter fleißig Wasser. Währenddessen ist schon ziemlich viel Mehl da. Und ja, ich denke, jetzt dürften wir einen Bäckermeister haben. Genau. Ralf ist nun Bäckermeister. Herzlichen Glückwunsch. Deine Wikinger haben nun eine funktionierende Nahrungskette. Der Stamm ist jetzt mit einem Lebensnotwendigen versorgt und kann sich den anderen Dingen des Lebens widmen. Du hast nun die nötigen Grundlagen, um dich im weiteren Spielverlauf jede noch so große Aufgabe bewältigen zu können. Gut gemacht. Im Laufe des Spiels wirst du noch viele neue Dinge entdecken, die den Wikingern das Leben erleichtert. Bald stehen ihnen Werkzeuge, Möbel, Geschirr und andere wichtige Dinge zur Verfügung. Auch können sie bald mit fremden Völkern Handel treiben oder Kriege führen. Immer entscheidend ist jedoch, wie gut der Einzelne ausgebildet und ausgerüstet ist. Je besser es einem Wikinger geht, desto motivierter und effektiver wird er seiner jeweiligen Aufgabe wahrnehmen. So, zum Schluss kannst du noch ein wenig herumprobieren. In einigen der Gebäude kannst du zum Beispiel zusätzlich noch Träger arbeiten lassen. Diese können die Arbeiter dort wesentlich entlasten, indem sie ihnen die lästigen Transportarbeiten abnehmen. Oder du könntest die Insel mit einem Kundschafter erforschen, für Nachwuchs sorgen etc. Viel Spaß bei den Herausforderungen, die im weiteren Spiel auf dich und deine Wikinger warten werden. Nö, wir gehen jetzt einfach zurück zum Hauptmenü. Ja, ich muss zur Arbeit, nicht wirklich. Und gucken uns Tutorial 3 gleich mal an. Herzlich willkommen im dritten Cultures Tutorial. Auf einem kleinen friedlichen Eiland steht ein kleines Wikingerdorf, ein Bauer, ein Müller und ein Bäcker versorgen die Siedlung mit ausreichend Nahrung. Jetzt, wo sie sich nicht mehr ums Überleben kämpfen müssen, beginnen sich die Wikinger zu fragen, ob es in der Insel noch andere Menschen gibt. Dieser dritte Teil des Tutorials baut auf den Spiegeln auf, die du im ersten und zweiten gelernt hast. Hier sollst du nun mehr über den Handel mit anderen Völkern erfahren. Um den Einstieg hier einfacher und schneller zu machen, sind einige Häuser und Arbeiter bereits vorgegeben. Diese kleine Einführungsmission wird dich nun Schritt für Schritt durch die ersten Grundlagen des Spiels begleiten. Am linken Bildschirmrand findest du einen Knopf mit einem Fadensymbol. Hier kannst du die Missionsziele noch einmal anzeigen lassen. Ja.
In Ruhe und Frieden liegt das Dorf an der kleinen Bucht. Die Wikinger gehen ihrer Arbeit nach und sind zufrieden. Doch eines Nachts stören fremde Geräusche den Schlaf der Bewohner. Ein seltsames Klappern und Klopfen ist aus dem Norden oberhalb des Dorfes zu hören. Beunruhigt finden sich die Wikinger zusammen. Die Frauen spähen angstvoll in die Nacht hinaus und die Kinder fangen an zu weinen. Nach langem Hin und Her beschließen sie, am nächsten Morgen den Kundschafter auszusenden. Tipp: Der Kundschafter ist die beste Möglichkeit, das unbekannte Land zu erforschen. Daimon muss darauf geachtet werden, dass er sich nicht selbst mit Nahrung versorgt. Über das Aktionsmenü, rechtsklick auf die Figur, hast du dadurch die Möglichkeit, ihn zum Essen zu schicken, ihm Bäume rohen und Wegweiser bauen zu lassen. Schicke deinen Kundschafter in Richtung Norden, oberhalb des Dorfes. Mutig zieht er am nächsten Morgen los, den unbekannten Gefahren entgegen. Ja, das hier ist mein Kundschafter, Torgerst, der den Federhut trägt. So, machen wir es einfach so. Dankeschön. Und stoppen einfach die Musik selber, bevor sie sich von selber wieder abschaltet. So, unser Dorf hat sich ein bisschen gemausert. Wir haben zum Beispiel jetzt Straßen, die wir uns sogar auch anzeigen lassen können. Ja, leider gibt es keine größere Übersichtskarte. Und sogar Wegweiser haben wir schon. Wegweiser sind wichtig, wenn Gebäude weiter auseinander liegen. Aber dazu kommen wir auch nachher gleich noch. Die Kundschafter hat die Quelle der nächtlichen Geräusche entdeckt. Die Wikinger sind nicht mehr allein auf der Insel. Ein seltsam aussehender Mann hat hier über Nacht sein Lager aufgeschlagen. Doch auf den Kundschafter macht er einen freundlichen Eindruck. Nach anfänglichen Schwierigkeiten macht der Fremde verständlich, dass er mit den Dorfbewohnern handeln möchte. Als der Kundschafter die Handelsware sieht, gehen ihm die Augen über. Der Händler will Gold gegen Weizen tauschen. Sofort will er einen Wegweiser für einen Händler bauen, damit dieser den Weg zu dem Fremden finden kann. Wegweiser sind im weiteren Spielverlauf unerlässlich. Mit Wegweisern können die Wikinger auch weiter entfernte Ziele erreichen, wie etwa weit entfernte Steinbrüche, andere Völker oder abgelegene Arbeitsplätze. Wenn der Wegweiser nicht so weit vom nächsten entfernt steht, wird er automatisch auf alle anderen Wegweiser dann hier verwiesen, sodass man auch längere Ketten bilden kann. Um zu sehen, welche Waren ein befreundetes Volk anbietet, klicke auf das Lagerhaus des befreundeten Volkes. Ein Fenster zeigt dann das Warenangebot. Lasse den Kundschafter einen Wegweiser in die unmittelbare Nähe des Händlers bauen. Geschickt errichtet der neue Kundschafter, den neuen Pfosten. Ja, klicken wir mal aufs Händlerzelt. Da sieht man, er tauscht Gold gegen Weizen 1 zu 1. Also er bietet an und das wünscht er sich. Und da können wir doch nicht nein sagen, weil Gold ist wertvoll. So, bauen wir den Wegweiser. Dann müssen wir jemanden zum Meisterträger ausbilden. Auch wenn wir hier wohl schon einen Träger haben. Wahrscheinlich am ehesten einen Bauarbeiter. Da wir keinen brauchen zurzeit. Der Wegweiser ist errichtet und kann jeder Dorfbewohner den Weg zu dem fremden Händler selbst finden. Wie gehe ich auf das Gold von Sie so schnell wie möglich mit ihm tauschen? Ein eigener Händler muss her. Nur ein Meisterträger hat dazu die nötigen Fähigkeiten. Mache nun deinen Meisterträger, der im Hauptlager arbeitet, zum Händler und richte deine Handelsroute ein. Um die Handelsroute einzurichten, benötigt der neue Händler noch einige genaue Instruktionen. Im Aktionsmenü gibt es dazu drei spezielle Schalter. Mit Weise ersten Handelsposten zu gibst du die Startposition der Route, mit Weise zweiten Handelsposten zu den Endpunkt der Route. Beides ist jeweils ein Lagergebäude. Wenn er mit dem fremden Volk handeln soll, muss man ihm noch wissen, welche Güter er handeln soll. Klicke auf das Symbol mit den beiden Pfeilen nach links und rechts. Ein Fenster mit, dem Warenangebot des fremden Handelsposten erscheint. Eines dieser Handelsangebote kann der Händler nun wählen. Es kann aber auch jederzeit wieder geändert werden. Klicke nun auf die Ware, die du tauschen möchtest. Mache den Träger zum Händler und richte die Handelsroute ein. Der Händler holt seinen Karren und beginnt nun eifrig mit dem Fremden zu tauschen. Gut, das hat sich dann erledigt. Du bist jetzt unser Händler. Soweit du dich transformierst. Du
Das ist wenigstens immer gut. Sie verrichten noch ihre Arbeit. So. Jetzt ist er Händler. Jetzt können wir sagen, das ist der erste Handelsposten. Das ist der zweite. Und wir können auch gleich wählen, was gehandelt werden soll. So, er holt Weizen. Ladet sich voll damit. Er kann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, 10 Wareneinheiten in seinem Karren tragen. Und er nutzt das auch aus, wenn er handeln kann. Da er 1 zu 1 tauscht, nehmen wir gleich 10 Weizen mit und tauschen es gegen 10 Goldbarren. Und nicht immer nur 1 zu 1. So, unseren Kundschafter schicken wir mal hier hin. Damit er sich dort Nahrung holen kann. Weil wir brauchen ihn ja jetzt nicht mehr bei dem Händler. Der Händler hat nun die ersten Waren mit dem Fremden getauscht. Die Wegweiser des Kundschafters zeigen ihm den Weg, sodass es nicht sich verlaufen kann. Der fremde Händler hat seine Waren angenommen und dafür seine eigene Handelswaren getauscht. Die Handelsroute zwischen dem Dorf und dem Zelt lag ist erfolgreich eingerichtet. Es ist abgemacht, dass 20 Goldbarren getauscht werden sollen. In vielen weiteren Missionen ist es zum Erreichen des Missionsziels notwendig, mit anderen Völkern zu handeln. Aber der Händler kann sich auch innerhalb des Dorfes nützlich machen. Bei mehreren eigenen Lagerhäusern kann er bestimmte Waren schnell von einem zum anderen Lager transportieren. Ein Lager erkennt, welche Waren von dem umliegend lebenden Winkel gebraucht werden und wie dringend das ist. Ein Händler, der das Lager beliefert, wird vorrangig versuchen, diese Waren von seinem anderen Lager herzubringen. Du kannst den Warenbestand jedes Lagers aber auch manuell regulieren, indem du für eine beliebige Ware den Mindestbestand und die Wunschmenge einstellen. Der Händler wird dann versuchen, den Bestand der Ware so weit aufzufüllen, bis die eingestellte Wunschmenge erreicht ist. Und er wird keine Waren in sein anderes Lager mitnehmen, wenn dabei der Mindestbestand dieser Ware unterschritten werden würde. Handle mindestens 20 Goldbarren und bringe sie in dein Lagerhaus. Du kannst nur beobachten, wie dein Händler die Tauschwaren in seinem Karren transportiert. Ja, er kommt mit Gold zurück, mit 10 Barren. Ich gebe mal wieder ein bisschen mehr Speed. Weil sonst dauert das zu lange und wir überziehen eh schon ordentlich. So. Neue Waren. Also die ersten 10 Goldbarren haben wir bereits getauscht. Die haben wir jetzt auch schon hier irgendwo. Ja, 10 Gold. Und da kommen die nächsten 10 Gold. Wir können mal einen Blick auf Technologie werfen. Da hat sich nichts getan, außer dass wir jetzt noch einen Fischer hätten. So, du isst mal was. Hier. Ja. Ingrid ist nun erwachsen. Eigentlich sollten wir es jetzt schon geschafft haben. Und damit auch schon die Mission beendet haben. Ja. Dein Händler hat erfolgreich die 20 Goldbarren getauscht. Herzlichen Glückwunsch. 20 Goldbarren für 20... Weizenbündel. Das war ein hervorragendes Geschäft. Deine Wikinger freuen sich diebisch darüber, dem Fremden dermaßen übers Ohr gehauen zu haben. Überschwänglich wird der Handel gefeiert. Du hast nun die nötigen Grundlagen, um im weiteren Spielverlauf Tarnschadeln betreiben zu können. Gut gemacht. Außerdem konntest du beobachten, dass sich die Dorfbewohner auf Straßen wesentlich schneller fortbewegen können. Bedenke, dass du nur mit Völkern handeln kannst, die dir freundlich gesonnen sind. Auch bieten nicht alle Völkertauschwaren an. Wie man mit der Diplomatiefunktion Feinde zu Freunden machen kann und umgekehrt, wird im nächsten Tutorial eingehend erklärt. Viel Spaß bei der Herausforderung, die im weiteren Spiel auf dich und deine Wikinger warten. Ja, gehen wir wieder zum Hauptmenü. Ja, mein Chef kommt gerade. Nein, tut er nicht.